So, dann wollen wir jetzt mal zu dem Teil mit dem Nachvollziehen kommen. Ich will mal ein paar Sachen erklären jetzt. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite einen relativ einfachen Graphen. Und dann stellen wir fest, wenn wir da direkt hingucken, wir können eigentlich den Zustand 1 und den Zustand 2 zusammenfassen. Der ist eigentlich derselbe. Und dazu können wir uns mal die Zustandstabelle angucken, was die uns gibt. Die sagt uns, wenn wir im Zustand 1 sind, eine 0 reintun, landen wir im Zustand 3. Wenn wir im Zustand 2 sind, eine 0 reintun, landen wir auch im Zustand 3. Wenn wir jeweils eins reintun, kommen wir in den jeweiligen anderen Zustand. So, und jetzt machen wir den zweiten Schritt, den wir immer hatten. Wir gucken uns an, welches. Achso, ich kann die Formel nochmal einblenden. So, der zweite Schritt ist dann, uns anzugucken, welche Zustände haben denn dieselben Ausgaben. Und stellen wir fest, dass ja der Zustand 2 und der Zustand 1, die haben ja beide eine 0 hier, ups, ups, haben also dieselbe Ausgabe da. Und wenn wir die hinschreiben, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben also den Zustand 1 und 2, hat dieselbe Ausgabe. Das nächste Paar ist dann 3 und 3 und das nächste ist dann 2 und 1. So, was sehen wir daraus? 3 und 3, jetzt müssen wir die zweite Gleichung hier gucken, dass die richtig ist. Das mal in Klammern. Wir gucken also, ob die Folgezustände dieselbe sind. Wenn wir uns das angucken, der Zustand 3 ist ja derselbe wie der Zustand 3. Der muss hier nicht auf der linken Seite stehen. Also ist es okay. Der Zustand 2,1 steht jetzt hier nicht, aber hier steht der Zustand 1,2. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist kein geordnetes Paar. Also kann man sagen, okay, das ist auch okay, das ist auch okay. Also kann man diese zwei getrost zusammenfassen. So, jetzt will ich die Frage klären, warum ist denn 1,2 dasselbe wie 2,1? Warum ist das denn egal? Der Grund dafür ist, dass wenn wir diese Liste hier machen, dann schreiben wir alle Sachen auf, die alle Kombinationen auf, die möglicherweise dieselben sind. Also alles, was diese zwei Formeln erfüllt, ist ja dieselbe, ist ja ein derselbe Zustand oder kann man zusammenfassen. Und man muss ja irgendwie anfangen, so kandidatenmäßig. So, das heißt, wir machen also das, was wir immer mit der ersten Formel machen. Wir schreiben hier rein, wir schreiben uns hier unten rein, welche alle dieselben Ausgaben haben. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Und das sind eben 1 und 2, haben dieselben Ausgaben. Sie könnten also dieselben sein, möglicherweise. Und wenn eins, der Zustand 1 und der Zustand 2 derselbe ist, wenn das hier dasselbe wie das hier ist, wenn es also 1 ist, dann ist es völlig egal, ob da erst eine 1 oder eine 2 steht und dann eine 2, oder erst eine 2 oder eine 1. Und das ist der Hintergrund, wieso die Reihenfolge hier egal ist. Weil wenn wir davon ausgehen würden, dass das hier und das hier dasselbe ist, dann ist die Reihenfolge innerhalb egal, weil das ist ja eh derselbe Zustand, das ist ja eh 1. Wir könnten es auch A nennen und das würden wir dann auch A nennen, weil das wäre ja derselbe Zustand hier wieder. Also ich wiederhole mich, aber so ist das.